Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem Politmagazin im März. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Legalisierung von Cannabis. Und wir diskutieren über die Notwendigkeit des Petitionsrechts. Ist dieses denn noch zeitgemäß? Außerdem, im Kontroversgespräch behandeln wir die Vor- und Nachteile der Abschaffung der Milchquote in Europa ab dem 1. April. Der Erwerb und Besitz von Cannabis ist laut § 1 des Betäubungsmittelgesetzes in Deutschland verboten. Allein zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken dürfen geringe Mengen eingesetzt werden. Dadurch will man ein Abrutschen in den abhängigen Drogenkonsum verhindern. Doch jetzt will man auf Bundes- und auch auf Landesebene die Legalisierung von Cannabis erneut diskutieren. Also ich glaube, das ist eine überfällige Forderung, dass man Cannabis freigibt für Schmerzpatienten. Die schmerzlindernde Wirkung ist medizinisch erwiesen und ich glaube, das ist weniger schädlich als vieles andere, was Menschen in einer solchen Situation zu sich nehmen. Ja, da reden wir jetzt ja von zwei Dingen. Das eine ist einmal das hinsichtlich der medizinischen Anwendungen. Ich glaube, da ist man sich ja auch ziemlich einig. Der Weg ist noch ein bisschen unstrittig, aber für Medizin haben wir es ja jetzt schon zum Teil offen unter strengen Vorgaben. Und strengen Regelungen. Das andere, was die Grünen natürlich zusätzlich fordern, ist einfach die Öffnung als freies Genussmittel. Da muss ich sagen, da bin ich einfach strikt dagegen. Ich bin froh, dass wir damit jetzt endlich einen gemeinsamen Beschluss aller Fraktionen hier im Landtag geschafft haben. Denn die Therapie von Schmerzpatienten, von Menschen mit langen, anhaltenden, chronischen Schmerzen durch Cannabis wird überall sonst auf der Welt schon lange praktiziert, anerkannt. Nur in Bayern waren da bisher politisches Entwicklungsland. Auf Bundesebene ist der Stand inzwischen ganz anders. Nur dadurch ist, glaube ich, die gemeinsame Entscheidung in Bayern relativ leicht gefallen. Und wir freuen uns, dass jetzt Schmerzpatienten in Bayern auch die Therapie durch Cannabis ermöglicht wird. Also auch die CSU ist liberal. Manche hängen sich das liberale Mäntelchen gerne um Dinge umzusetzen. Ich denke, für medizinische Zwecke ist das angebracht. Alles andere lehnen wir ab. Wir wollen das Zeug ja nicht auf die Straße bringen, sondern wir wollen vor allem die jungen Menschen davor schützen. Absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Medizin ist ganz, ganz wichtig. Wenn man in all die Medizinbücher schaut, ich bin noch Kräuterpädagogin und habe mich immer mit Ethnobotanik beschäftigt. Das ist jetzt der erste und wichtigste Schritt. Und vor allem bei Krebspatienten, was man hört, hat es ganz große Erfolge und wird in andere Länder angewendet. Ich finde, es ist genau das Richtige. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Mit rund 2500 Petitionen richten sich Bayerns Bürger jährlich an die Staatsregierung. Petitionen sind Ausdruck direkter Mitbestimmung und Einmischung. Sie liefern oft auch die Hinweise zu Missständen. Eine Anhörung sollte in diesem Monat klären, ob das bayerische Petitionswesen noch zeitgemäß ist oder ob die Bürger stärker eingebunden werden sollten. Ich denke, es ist für die Bürger ganz, ganz wichtig, dass jeder hier eine Petition einreichen kann, dass die Sitzungen öffentlich sind, dass in aller Regel auch ein Rederecht dem Petenten eingeräumt wird in den Sitzungen, dass die Berichterstattung durch die Abgeordneten erfolgt und hier auch wirklich jeder mit seinem Anliegen sich an uns, den Bayerischen Landtag, wenden kann. Von daher zeitgerecht und auf jeden Fall auch zukünftig in diesem Umfang fortzuführen. Ich glaube, es wäre eine Chance für unsere Demokratie. Natürlich ist es nicht ganz einfach umzusetzen. Deswegen möchten wir erstmal eine Anhörung dazu haben, die wir zusammen mit den Freien Wählern initiiert haben, um dann im Idealfall überfraktionell eine Lösung zu finden. Ich bin der festen Überzeugung, es gibt kein offeneres, es gibt kein besseres Petitionsrecht als unser bayerisches, weil alle Petitionen öffentlich behandelt werden. Aber ich glaube, eine Optimierung, eine Verbesserung wird es nicht geben, weil es nicht notwendig ist, weil es sehr offen und transparent ist. Und ich glaube, da haben wir ein hervorragendes Petitionsrecht hier schon in Bayern. Ich glaube, da kann man mehr machen als bisher. Wir können uns gut vorstellen, dass wir gerade diejenigen, die vielleicht auch Petitionen abgeben können, Kinder, Jugendliche, auch vielleicht Menschen mit Behinderung, dass wir da die Schwelle einfach erleichtern, dass wir das ermöglichen, dass wir auch öffentliche Petitionen ermöglichen, dass wir auch die Möglichkeiten der digitalen Welt auch nutzen. Gut, ich sage mal, der Online-Bereich existiert ja schon. Also vielleicht war es früher mal so, dass man ausschließlich einen schriftlichen Antrag stellen musste, eine Petition schriftlich einreichen musste. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, über das Internetportal eine Online-Petition einzureichen, die dann ihren normalen Weg
Weg geht. Und ob man dann, sag ich mal, die Rückmeldung wieder online machen kann, darüber kann man sich streiten. Aber wichtig ist ja auch in erster Linie, dass dieser Einwand, dieses Anliegen des Bürgers in den zuständigen Ausschüssen behandelt, entschieden wird, transparent dargestellt wird. Der Abgeordnete die Möglichkeit hat, auch sich diese Einwendungen, Problemstellungen sehr anschaulich zu machen und damit dann auch für den Bürger zu entscheiden. Grundsätzlich halte ich das Petitionsrecht für eine gute Sache. Wir haben in unseren Ausschüssen immer wieder unterschiedlichste Petitionen von Bürgern vorliegen mit ganz unterschiedlichen Begehren. Manche sinnvoll, manche vielleicht auch weniger sinnvoll. Was man überlegen könnte, ist, den Zugang zu Petitionen zu erleichtern. Zum Beispiel, dass man auch online das machen könnte. Das geht im Moment so noch nicht oder ist zu wenig bekannt. Also, dass man einfach die Bürger noch mehr ermuntert, durchaus ihre Anliegen vorzubringen und auch einen direkten Zugang in die Politik zu haben. Also grundsätzlich beibehalten, eher noch ausbauen auf modernere Medien. Plenum TV Kontrovers ganz aktuell. Der 1. April ist der Stichtag für die europäischen Milchbauern, denn da wird die Milchquote abgeschafft. Zu diesem Thema begrüße ich Martin Schöffel von der CSU. Sie sind ja im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal über dieses Thema sprechen. Denn die Milchwirtschaft ist für Bayern und für die bayerische Landwirtschaft, auch für die bayerische Kulturlandschaft, ja ein ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor und gestaltet unser Land in ganz besonderer Weise. Sie sagen es gerade, denn 1984 wurde es eingeführt, also vor mehr als 31 Jahren, um die Produktion in der EU zu regulieren. Doch von Anbeginn an gab es Probleme. Ja, man kann die Situation damals mit der heutigen nicht ganz vergleichen. Es war damals so, dass man eben noch nicht die globalisierten Märkte hatte, dass man noch nicht Milchprodukte in dem Umfang wie heute in die ganze Welt exportieren konnte. Und die Milchquote sollte ein Instrument sein, um praktisch in Richtung eines freien Marktes zu kommen. Jetzt wird sie abgeschafft. Und ja, über die einzelnen Aspekte werden wir jetzt uns noch unterhalten. Wir sind jedenfalls heute in einer Situation, dass die bayerische und die deutsche Milchwirtschaft die Weltmärkte bedienen kann und dass wir davon sehr profitieren, aber auch natürlich abhängig sind. Sehen Sie denn da jetzt nicht eine Gefahr zum Beispiel für unsere heimischen Bauern? Insgesamt haben wir 35.000 Milchbauern in Bayern. Jährlich haben wir einen Rückgang von rund 4%. Wenn jetzt tatsächlich der Milchpreis so stark sinken würde, müssten ja viele kleine Betriebe schließen. Ich sehe keine Gefahr durch die Abschaffung jetzt dieser Quote. Wir waren ja schon in den letzten Jahren auch extremen Preisschwankungen ausgesetzt. Wir haben zum Beispiel in Bayern eine Selbstversorgungsquote von 180% bei Milch. Das heißt, wir produzieren fast doppelt so viel Milch, wie wir selbst verbrauchen. Und daran wird deutlich, wir müssen mit unseren Produkten in die Welt hinaus und die Welt schätzt die bayerischen Produkte. Nun gibt es aber Global Players wie Amerika, Neuseeland, Australien, die ja schon wesentlich früher begonnen haben, den globalen Markt zu erforschen und sind ja da auch schon etabliert. Gibt es da überhaupt noch Chancen für Bayern, für Deutschland? Ja, wir sind ja auf den internationalen Märkten vertreten. In China zum Beispiel schätzt man eben deutsches Milchpulver für die Kinderernährung sehr, weil es den höchsten Standard hat, den höchsten Qualitätsstandard. Bayerischer Käse wird auf der ganzen Welt auch verkauft und geschätzt und so gäbe es viele Möglichkeiten. Das wurde in den letzten Jahren ja sehr intensiv aufgebaut, im Rahmen der Möglichkeiten eben. Und das läuft ganz gut und andererseits ist aber natürlich auch der heimische Markt ein sehr, sehr wichtiger Markt. Also Sie haben es angesprochen, wir setzen ja viel unserer Milchprodukte gerade in Bayern und in Deutschland ab. Und auch da gibt es für viele Molkereien und für viele landwirtschaftliche Betriebe auch direkte Chancen vor Ort. Das darf man nicht unterschätzen, denn die Molkereien haben da sehr gute Produkte entwickelt und die können dann auch hohe Preise bezahlen. Qualität und Regionalität, das ist ja wieder mittlerweile ganz groß geschrieben bei den Verbrauchern. Ist das auch so ein Steckenpferd, wo jetzt die Milchbauern drauf setzen können? Ja, das setzen sie schon lange drauf. Die bayerischen Bauern produzieren Milch von höchster Güte und die bayerischen Molkereien und deutschen Molkereien produzieren sehr hochqualitative Produkte und das ist unser Plus auf den Märkten im In- und Ausland.
Und ja, derzeit haben wir eben eine etwas schwierigere Marktsituation, vielleicht hoffentlich hinter uns, aber im letzten Jahr gab es eben auf den internationalen Märkten das eine oder andere Problem. Aber nach Aussage vieler Experten kann man in diesem Jahr von wieder guten Absatzchancen ausgehen. In den letzten Monaten haben sich jedenfalls die Preise wieder stabilisiert. Wie sieht es denn jetzt aus für die Betriebe, die zum Beispiel nicht so schnell umstellen können oder mehr produzieren können oder wollen? Gibt es da jetzt von Seiten der Politik irgendeine Form von Sicherheitsnetz? Ja, also zunächst mal ist die Milchproduktion keine Geschichte, wo man von heute auf morgen komplett den Schalter umlegen kann. Sicher kann man bei der Fütterungsintensität zum Beispiel das eine oder andere steuern, aber Milchviehhaltung ist eine nachhaltige, langfristige Geschichte. Und wenn es große Marktverwerfungen gibt, dann schlägt es natürlich auch durch. Dafür gibt es zunächst mal im EU-Raum ein Sicherheitsnetz. Die EU beobachtet den Markt sehr genau und bietet dann Instrumente an, um in den Markt einzugreifen. Fördert private Lagerhaltung, Intervention, wo man Mengen auch aus dem Markt nehmen kann und dann später wieder einsetzen. Aber es wird natürlich in der Zukunft auch, es werden marktwirtschaftliche Instrumente wie bisher auch da Einzug halten. Und die Bauern werden dann auch, wenn eben die Preise drohen abzufallen, auch entsprechend ihre Produktion einschränken und da auch versuchen gegenzusteuern. Wir werden uns da auf schwankende Märkte einzustellen haben. Die gab es ja auch schon in der Vergangenheit, trotz dieser Quote. In der Vergangenheit auch schon. Denken Sie an die Jahre 2008 bis 2011. Da war die Milchquote in Deutschland bei weitem nicht ausgeschöpft, nicht voll beliefert. Und trotzdem war der Preis total im Keller, weil eben auf den Weltmärkten das eine oder andere Problem bestand. Mhm. Ein Vorschlag der Grünen gibt es zum Beispiel, allen voran Frau Sengel, Gisela Sengel. Ein verstärktes Setzen auf Bioprodukte, Biomilch und so weiter. Damit könnten die Milchbauern auch wesentlich mehr Geld einnehmen für ihre Produkte. Ja, das gilt sicher nicht für alle, sondern nur für wenige. Aber diese Nischen wollen wir natürlich auch in Bayern intensiv bedienen. Der Selbstversorgungsgrad bei Biomilch zum Beispiel ist noch deutlich unter 100% und da könnte noch viel mehr gemacht werden. Wir fördern von Seiten des Freistaates Bayern diesen Ökolandbau und die ökologischen Betriebsformen sehr intensiv, von der Ausbildung bis zur monetären Förderung. Aber davon können nicht alle leben und bei einem Selbstversorgungsgrad von 180% ist es auch nur ein Teilaspekt. Wir fördern auch viele Regionalvermarktungsinitiativen durch Investitionsprogramme und durch Vermarktungsprogramme. Und wir fördern gerade auch natürlich die Landwirtschaft in Gebieten, wo sie unter schwierigeren Bedingungen zu bestehen hat, in der Bergwelt zum Beispiel oder in anderen eher benachteiligten Gebieten. Da gibt es eine Ausgleichszulage von der EU, ein Kulturlandschaftsprogramm. Also das ist auch sehr, sehr wichtig für die Zukunft, dass man eben da auch die Betriebe, die unter schwierigeren Bedingungen zu wirtschaften haben, direkt unterstützen können. Und neben dieser heimischen Vermarktung, sage ich mal, neben dem Heimatmarkt, müssen wir eben den internationalen Markt in der Zukunft noch stärker im Blick haben. Unser Landwirtschaftsminister Brunner reist zum Beispiel in der nächsten Woche nach Indien, um für die Vermarktung von bayerischen Agrarprodukten zu werben. Wir haben da noch viele Möglichkeiten auf der Welt, auch bayerische Produkte anzubieten. Die Weltbevölkerung wächst bekanntlich und die wollen auch hochwertige Produkte kaufen. Und da gibt es sicher in Südamerika und in Asien und überall noch viele Möglichkeiten. Das heißt also, die Politik hält immer noch ein Auge auf unsere bayerischen Milchbauern und lässt sie nicht einfach jetzt im Regen stehen, wenn die Milchquote jetzt gesenkt wird, nicht wahr? Die bayerische Politik für uns ist die Milchwirtschaft, da kommen wir zum Eingangspunkt zurück, sehr, sehr wichtig. Und wir versuchen alles, die heimischen Märkte zu stärken und eben auch die kleinen Betriebe. Das ist ja unser bayerischer Weg der Nachhaltigkeit und der bäuerlichen Werte.
Aber man kann nur Betriebe in der Produktion halten, wenn man ihnen letzten Endes Märkte eröffnet. Und da geht es um die Heimischen einerseits, aber auch um die Begleitung auf den Weltmärkten. Nur so können wir unsere hohe Milchproduktion auch in der Zukunft erhalten. Martin Schöffel von der CSU, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Und das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.